Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Heute mal wieder eine Premiere auf diesem Kanal. Ein Künstler, den wir noch nie auf diesem Channel hatten. Plus, warum mache ich so bei Plus? Plus, ich habe noch nie irgendwas von ihm gehört. Musikalisch gesehen zumindest. Denn ich hatte ihn seit kurzem das öfter mal auf meiner For You-Page. Und habe irgendwie, na wobei ich habe 10 Sekunden oder so gehört, wo er mit Eugen im Auto saß und irgendwas von ihm vorgespielt hat. Hab dann aber auch weiter gescrollt, muss ich ehrlicherweise sagen. Das heißt, ich habe gar nicht wirklich irgendwas von ihm auf dem Schirm gehabt. Ich weiß nur, er ist bei Duck in Eugen gesigned, ja. Und ich habe irgendwo auch, wo Eugen über ihn redet, wie er ihn gefunden hat. Und es war so Doku-mäßig angehaucht. War, glaube ich, aber auch auf TikTok, was ich gesehen habe, ja. Auf jeden Fall, deswegen verzeiht mir bitte, falls ich ein bisschen desinformiert bin oder den Namen auch falsch ausspreche, aber Amir the Kid, würde ich sagen. Amir the Kid und Judy zusammen mit Runnen. Das Ganze ist produziert natürlich auch bei Judy und bei Kyrie und Frio. Also wirklich, drei der, keine Ahnung, Top 10 Beat-Producer Deutschlands gerade mal hier einfach so mal ins Boot reingeholt. Ich bin super, super gespannt. Ich finde es super interessant, was Dagi und Eugen sich da gerade aufbauen. Das ist insane. Man muss kranken Respekt vorhaben. Ich habe so zumindest kranken Respekt drauf vor. Und ich erwarte mir deswegen jetzt auch viel. Ich sag's, wie es ist, ja. Also, ich erwarte mir jetzt echt viel bei den Namen dahinter, auch bei ich habe so ein Ding im Kopf, wie Eugen über ihn geredet hatte. Und da hat er ihn auch in den höchsten Tönen gelobt. Also deswegen erwarte ich jetzt viel. Ich bin super gespannt. Amir the Kid und Judy mit Runnen. 2 Minuten. Link zum Original in der Beschreibung. Checkt das originale Video ab. Lasst Liebe da. Und lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr den Track findet oder was ich vielleicht noch, Basic Infos vielleicht zu ihm, die ich auf dem Schirm haben sollte. Genau, das ist er, ja genau. Ganz kurz, also genau, das Video ist von Cinedreams Productions. Wenn du diese drei Producer-Tags am Anfang hörst, du weißt, okay, das Song kann eigentlich nur gut werden. Ich sag's, wie es ist. Baby, du bist meine Number One. Wenn du mich brauchst, kein Problem, ruf mich an. Nein, ich laufe nicht, ich schwamme. Oh. Smart. Ich bin schon fast da, wieso kommst du nicht schnell? Was du machst mit mir ist nicht fair, Baby, siehst du nicht, ich will. Das hat sowas von diesen Ami-Style, diesen Ami-Flair, Junge. 20 aus 10, dieser Gärtner, der so mit der Hausbesitzerin so ein bisschen am Flirten ist. Das Musikvideo auch, wie es geshootet ist, das hat sowas von diesen MTV-Viva-Vibe von damals. Fühle ich sehr. Wer, Baby, siehst du nicht, ich runne, okay. Smart, geile Hook, bleibt im Kopf. Baby, in meinem Traum bist du mein Valentine. Romantic Vibes mit Candlelight. Du könntest alles haben, wenn es dir gefällt. Nach Paris oder doch lieber nach Vegas für eine Gamble Night. Gibt da einfach diesen Busch da so eine Schelle mit seinem Ding da. Satisfied. Baby, sag mir, was dein Plan ist. Ich glaube, ich finde dich zu sympathisch. Ich mag seine Mimik sehr gerne. Das habe ich auch schon in diesem Auto-Ding gesehen. Seine Mimik ist so sehr, was ihn auszeichnet. Tausend Wörter, doch du sagst nichts. Und bald sind es die Charts, die ihn auszeichnen. Sorry, ich weiß nicht, ob dir eigentlich klar ist. Baby, du bist meine Number One. Wenn du mich brauchst, kein Problem. Damit ihn doch. Da haben wir sogar Judy hier sitzen. Schöner Mann. Am Steuer. Wie es sich gehört, noch kurz einmal hier die Rolli abchecken. Ich an, nein, ich hoffe nicht, ich will. Ich mag seine Performance, Mann. Ich mag seine Performance im Video. Okay, also basically ist er so der Gärtner, der ein bisschen zu viel reininterpretiert in die Hausbesitzerin, die gerade zu ihrem Mann ins Auto steigt. Und er dancet gerade so mit seinem Spaten in der Hand, hat die beste Zeit seines Lebens und stellt sich vor, wie sie das Auto wäscht. Okay. Er so, ey, Bro, du weißt nicht. Du weißt nicht, was er. Du weißt einfach nicht. Weißt du, so wie Billie Eilish. Bei deinem Anblick werden andere neidisch. Ich komm nicht klar, wenn ich zu viel an meinem Bein sitze. Arbeiter Manier. Doch du willst kein Penny haben. Wenn der wie dich, find ich nicht auf jeder Party. Ja, das fühle ich gerade nicht so mit dem Auto-Tune drauf. Doch du willst kein Penny haben. Wenn der wie dich, find ich nicht auf jeder Party. Das ist nicht so meins. Für dich, schuld ich uns zu meinem Grammy. Ich will nur dich und meine Mom. Vielleicht zeig mit dir nochmal. Wenn ich nachts in mein Bett. Also, dieses, wo seine Stimme so ein bisschen tiefer wurde gerade, habe ich nicht so gefühlt. Nachdenk, weil ich schon mit dich bleib, wenn ich mehr schlafe. Baby, du bist meine Number One. Die Stimmlage finde ich angenehmer. Du mich brauchst, kein Problem, ruf mich an. Nein, ich laufe nicht, ich runne, runne. Baby, ich runne, runne. Aber die Hook ist halt echt smart, Junge. Das ist einfach so eine.
die bleibt im Kopf, die ist saugut, Mann, die ist super, die ist halt einfach super catchy und das kann direkt in die Sommerplaylist rein. Das kann direkt in eure Sommerplaylist dazu geaddet werden, ja, wie ein gewisser Red sagen würde. Das ist einfach so dieses, es ist ein Hit so, es klickt einfach. Du hast Bock, du hast eine gute Zeit, wenn du diesen Song hörst. Du hast einfach eine gute Zeit, wenn du diesen Song hörst. Wie flauschig sieht dieser Baum bitte aus, Junge? Fast so flauschig wie seine Haare. Na, du weißt Bescheid? Oh, ich hätte mir gewünscht, dass sie ihn jetzt zum Ende auch so anguckt, so. Ja, ich weiß Bescheid, Bro. Hätte ich mir gewünscht. Es ist ja schon voll voraus. Es ist ja schon voll rausgekommen. Warum sehe ich ihn jetzt das erst? Es ist ja schon was draußen. Ich dachte so, das wäre so der erste Song gefühlt, seitdem er gesigned ist. Es gibt ja schon Warum und Black Rock. Ey, warum? Okay. Sympathisches Musikvideo. Ich hätte mir am Ende irgendwie gewünscht, dass sie ihm auch noch so einen Zuzwinker gibt oder irgendwas. Keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass schon Songs draußen sind, andere hier auf dem Channel. Lass mir auf jeden Fall den Kommentaren da anhören. Ja, nein, vielleicht. Warum und Black Rocks werden hier vorgeschlagen. Sollen wir uns einfach noch was geben? Ja, nein, vielleicht. Ansonsten, ich bin happy. Ich bin happy, Junge. Das ist auf jeden Fall eine geile Release-Woche. Auch das ist für mich ein geiler Track, der auf jeden Fall in die Sommer-Playlist rein kann, in die gute Laune, Good Vibes-Playlist. Aber ebenso Sommerfeeling ist es einfach. Deswegen vielleicht Track auch schon, vielleicht wieder schon ein, zwei Wochen zu spät, fast schon, ja. Aber ist auf jeden Fall catchy. Das Ding bleibt im Kopf, Digga. Du hast nur, ich habe jetzt einen Ohrwurm davon. Ich habe eine gute Zeit. Er wirkt sehr sympathisch. Das Musikvideo war super sympathisch aufgezogen, fand ich. Ich fand cool, dass Judy auch noch zu sehen war. Und ich bin sehr happy, Mann. Ich bin sehr, sehr happy. Also das ist halt was Entspanntes, Chilliges, aber was auf jeden Fall im Ohr bleibt. Geiles Ding geworden. Ich bin super gespannt, was noch kommt. Gebt gerne Recommendations in die Kommentare. Black Rock, Warum oder andere Songs von ihm, die wir uns geben können. Und dann würde ich sagen, bleibt so fresh und gut aussehen wie immer. Habt einen wunderbaren Tag und ciao.